Bandai Namco Entertainment Trademark From Software Dark Souls 3. Hallihallo, wie geht's denn so? Oder Hallöchen, Popöchen. Ja, Dunkle Seelen Teil 3. Ich dachte mir, ach, wieso nicht? Ein Bekannter aus meinem, sagen wir mal, Bekanntenkreis, damit meine ich Bekannte, nicht Freunde oder Verwandte. Es reimt sich ja, hahaha. hat mir das Spiel empfohlen, meinte, wie wär's, wenn wir das mal zocken? Du darfst mal kennen. Ach ja, neben der Tasse ist die Musik ganz verdammt laut. So, jetzt ist sie leiser, Entschuldigung. Also nochmal, man hat es mir empfohlen, ich habe es mir geholt. Aha, oh, Update, okay, Aschene, aha. Es gab eine Rabattaktion. Und das wird eventuell eine, wie sagt man heutzutage, Kooperation? Koop? Das wird ein Koop-Let's Play eventuell sein mit dem, ja. Magst du dich vorstellen oder soll ich sagen, wie du heißt? Okay, dann setz dich bitte näher an das Mikro ran und ich stell dich vor, okay? Okay. Okay, das kann irgendwie besser, dabei sitzt du ganz normal. Ja, willst du, soll ich? Was? Dich vorstellen. Wie bitte? Was wollte ich dazu schon sagen? Wie du heißt, wie dein Benutzername heißt, dein Künstlername oder keine Ahnung. Keine Sorge, wenn du was Falsches sagst, kann ich das dann zensieren. Keine Ahnung, nennt mich einfach Pumpernickel. Wie bitte? Nennt mich einfach Pumpernickel. Bitte rede lauter, meine Güte. Man hört dich sonst schlecht. Nennt mich einfach Pumpernickel. Pumpernickel? Ja. Ich weiß, das ist ein Backup, ich spiele das Pumpe. Okay. Hast du jetzt eingestellt, das Passwort und so? Ja. Ja, ich möchte jetzt nicht in der Aufnahme nachschauen, wie das Passwort lautet. Okay. Hat sich das nicht mehrmals an und ausgemacht? Ich spiele, meine ich. Ach komm. Notfalls zensiere ich das dann nochmal. System. Kein Passwort. Ah. Passwort wie vor der Aufnahme? Ja. Okay, dann muss ich das wohl leider gleich. Was? Halt einfach den Finger vom Bildschirm. Moment. Ich hoffe, ich vergiss das nicht zu zensieren. Okay. Schon so spät? So, also, Dark Souls 3. Ich habe Spielersuche eingestellt. Was? Hast du Spielersuche eingestellt? Moment. Ich bin Neuling, okay? Nein, Spielersuche ein. So, jetzt aber. Also, Dark Souls 3. Ich habe gehört, es soll ganz lustig sein. Ich hoffe, das wird so einfach. Was denn? Ey, hör bitte auf zu tippen, das hört man. Ja, wirklich. Ich habe gehört, es soll lustig sein. Ich bin mir sicher, wir werden sehr viel Spaß damit haben. Ich habe es noch nie gespielt. Ich bin mit der Lore, mit der Spielgeschichte nicht wirklich sehr vertraut. Ich weiß nur, dass man da, glaube ich, ein Stückchen Asche spielt. Auf Beinen, in Rüstung. Ja, ich glaube, da ist eine sehr heiße Beziehung unter die Haut gegangen. Okay, ja, mein, was soll ich sagen, mein Gebäckstück Pumpernickel hier, wird mir etwas, glaube ich, unter die Arme greifen.
wollen? Oder er wird, keine Ahnung, alles mögliche an Fallen gegen mich ausprobieren, vermutlich? Anfangs solltest du selbst die deine spielen. Ach ja, neues Spiel, ne? Bitte, bitte komm näher an oder rede deutlicher, okay? Das hört man sonst schlecht in der Aufnahme. Wohin mehr? Was? Ja, ich weiß nicht, wohin mehr? Ja, ja, stimmt, dein Mikro ist irgendwie unsichtbar. Okay, neues Spiel, ne? Ja, nein. Ja. Okay. Ja, ich hab hell gemacht, damit man... einfach damit das Video besser ist. Weiter, okay. Kamera X, Kamerageschwindigkeit. Ja, ich glaube, das ist alles normal. Au. Yes, indeed. It is called Lothric. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, eine Schildkröte. Zwei Schildkröten. The Schildkröten. Pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Der Ritter in Maske. Oh, ich bin der Ritter. Oh. Entschuldigung. Ja, das wurde auf einmal ganz schön laut. Das soll ich dann, glaube ich. Oh, es gibt Zauberei. Das sollte ich dann, glaube ich, etwas leiser machen. Ja, willkommen zu Dark Mordhau, wie man hier sieht. Huch. Hoppla. Ah. Oh. Oh, Wii U. Oh, Panty Shot. Okay. Ich nehme mal an, das bin ich. Jo. Name. Eingabe. Oh, na dann. I-E-L. Ach, I-V-A. So.
Geschlechtsmännlich. Oh, gibt's auch weiblich? Na, also, gibt's auch weiblich? Geschlechtswechsel werden bestimmte Änderungen zurückgesetzt, zum Beispiel. Okay. Okay, zum Beispiel Längengröße oder wie oder was? Alter, jung. Also beim Schuss nur die Optik, nicht die Fähigkeiten. Ich bin jung. Klar. Oh. Oh, was? Was? Lieber Herr Pumpernickel, der ab und zu mit den Tasten hämmert. Das stört eventuell in der Aufnahme, aber sag mal, was hat das mit den Klassen auf sich? Mit dem was? Mit den Klassen. Ja, das sind Starterklassen, da ist Starter-Equip. Da steht halt drauf, mit welchen Werten du anfängst und mit welcher Ausrüstung du anfängst. Ach so, je nachdem, wie du spielen willst, könnte das hilfreich sein. Ah, das heißt, ich kann theoretisch auch. Das heißt, es ist keine wirkliche Klasse, sondern es ist. Also, ich meine, Fähigkeiten erlerne ich alle. Fähigkeiten kommt auf die Waffe an. Auf die Waffe? Oder was meinst du jetzt mit Fähigkeiten? Meinst du jetzt Fertigkeit oder Zauber? Weil, wie man Zauber benutzt, habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht, aber okay. Ritter. Ein obskurer Ritter von schlechtem Ruf. Oh. Brach beim Durchstreifen des Landes zusammen. Er zäh und belastbar mit robuster Rüstung. Oh, okay. Söldner. Ein Söldner und Veteran der Schlachtfelder. Kann dank seiner Geschicklichkeit zwei Krummsäbel meisterhaft führen. Ich habe aber gehört, dass die Ritterklasse für einen Anfänger ganz gut ist, okay. Nachfahrter Krieger des Nordens, berühmt für ihre Muskelkraft, nutzt seine Kraft, um eine schwere Kampfaxt zu führen, okay? Herold, einstiger Herold, der eine begonnene Mission beenden will, führt einen robusten Speer und vollbringt sanfte heilerische Wunder. Okay. Dieb, einfacher Dieb und kläglicher Deserteur, führt einen Dolch für Angriffe in den Rücken und einen Bogen in Armeeausführung. Okay, Assassine. Assassine, der seine Opfer aus den Schatten überfällt. Reflex. Bevorzugt tödliche Zauber im Zusammenspiel mit einem spitzen Schwert. Zauberer. Okay. Dieser Sonderling verließ die Akademie, um weitere Forschung zu betreiben. Kann mit großer Intelligenz Seelenzauber wirken. Seelenzauber? Was sind bitte schon Seelenzauber? Hm? Was sind bitte schon Seelenzauber? Ich verstehe dich nicht. Ne? Was sind Seelenzauber? Seelenzauber, keine Ahnung. Alles klar, danke für deinen Rat. Ich hab halt einen Ritter. Ah, dieser Pyromant aus einer fernen Region beherrscht das Feuer und ist ein fähiger Nahkämpfer, der Schild und Axt führt. Die Nase juckt, Hilfe. Kleriker. K. Ein reisender Kleriker, der vor Erschöpfung zusammenbrach, kanalisiert hohen Willen, um die verschiedensten Wunder zu wirken. Bettler. Oh, der sieht aus wie ein Höhlenmensch. Nackt und von unbekannter Herkunft. War im Leben ein unglaublicher Narr oder wurde beim Begräbnis seines Eigentums beraubt? Das klingt ganz passend. Ja. Zu mir? Wieso? Ja. Bettler könnte schwierig werden, Mann. Weil das fängt ja mit quasi gar nichts an. Ja, ich sehe es, also tat nur ein Knüppel, Fetzen, irgendein. Schiffen, Knüppel, kein Messer. Nee, ein Knüppel und ein Holzschild aus Holz und Stoff, Fetzen und ein Seil oder so. Ein Schild ist ganz praktisch. Jeder hier hat ein Schild. Okay, Schilder. Kann man die Attribute und so alles selbstständig machen? Am Anfang, bei der Charaktererstellung, nö. Oh, na toll. Begräbnisgeschenk, keine. Oh, okay, Moment. Keine Anzeichen einer
Grabbeigabe oder sonstigem. Ring des Lebens. Ein Ring mit einem kleinen roten Juwel. Er erhöht die maximalen TP. TP? Das sind Trefferpunkte. Das weiß man doch. Ach so, ich dachte, das sind Tragepunkte. Was? Punkte? Tragepunkte. Nee, das ist Belastbarkeit. Ah. Warmes, gesegnetes Weihwasser. Stellt TP vollständig wieder her und heilt Leiden. Hm. Verborgene Segnung. Reines, gesegnetes Weihwasser. Stellt TP vollständig wieder her. Oh. Schwarze Feuerbombe. Eine Feuerbombe gefüllt mit speziellem Schwarzpulver. Ein unfeines Geschenk für die Verstorbenen. Wollte man mich damit einäschern? Feuriger Edelstein. Bestandteil zur Aufwertung von Feuerwaffen. Für einen Krieger eher geeignet als Juwelen. Okay. Juwelen wären auch nicht schlecht gewesen, aber okay. Herrenlose Seele. Die herrenlose Seele von einem, der neben dir... benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Was kann ich denn mit Seelen machen? Bin ich der Teufel oder so? Damit kaufst du dir Gegenstände und erhöhst deine Status. Statuswerte erhöhen. Oh. Gegenstände. Ach, ist das die Währung hier, die lokale? Okay. Ich nehme das Schweigen mal als ein Ja. Rostige Goldmünze. Begräbnisgeschenk für Glück nach dem Tode. Erhöht für eine kurze Zeit die Chance, Gegenstände zu finden, stark. Okay. Geborstener roter Augapfel. Online-Spielobjekt zum einmaligen Gebrauch. Dringe als Finstergeist in eine andere Welt ein. Was ist ein Finstergeist? Oh, das ist. Da trinkt halt in eine andere Spielerwelt. Das ist ein Spielertyp. Warum? Okay. Oh. Ja, ich bin Pazifist. Das ist Pazifist. Was denn? Junger weißer Zweig. Junger Zweig eines weißen Baumes. Offenbar ein Zeichen der Freundschaft. Gewährt Nutzung eines Imitationszaubers. Kann ich mich wie Dito in einen Pokémon verwandeln oder wie? Keine Ahnung. Okay, was hast du eigentlich genommen? Hier ist ein TP-Ring. Ring des Lebens. Ich hab nachgelesen. Zusammen zu spielen brauchst du erstmal so ein Stück Glut. Das musst du aktivieren. Ich weiß nicht, ob man das hier mal im Tutorial findet. Ein Stück was? So ein Stück Glut. Glut? Ja. Oh, man kann nicht sofort zusammenspielen. Was? Man kann nicht sofort zusammenspielen. Schon eh? Ich sehe gerade, es sind schon 18 Minuten und ich habe noch nichts gemacht. Okay, was würdest du empfehlen? Ring des Lebens? Ja. Gut. So, Gesichtsvoreinstellung. Ich sehe aus wie ein Typ aus der Bibel. Okay. Ach, man kann das Gesicht nicht selber machen. Ja. Nee, ich meine, es gibt nur Voreinstellungen. Ja, es gibt auch genau was für Einstellungen. Wie charmant. Ach so. Irgendwo. Bürger. Ach, das plumpe Gesicht des Bürgers. Jeder hat Mäkel. Doch ein Bürger ohne Makel ist eine wahrlich seltene Kreatur. Okay. Krieger des Nordens. Das Antlitz eines Kriegers ist wie aus Stein gemeißelt. Es wurde schon gescherzt. Nordmänner werden verwittert geboren. Hä? Adelige aus Astora, die Züge eines wahren Blaublütigen. Echsenmenschen! Blaue Augen, helles Haar und ein Hauch der alten Pracht von Astora. Oder Aria, keine Ahnung. Schüler der Drachenschule. Oh. Intelligentes Gesicht mit feinen Linien. Wirkt häufig wie das eines Schülers. Ja, ich wäre eher vielleicht für die Wolfsschule oder für die Katzenschule, aber... Na gut, Drachenschule ist vielleicht auch nicht schlecht. Novize aus Karim, das Gesicht eines freudlosen Klerikers von Karim. Novize gilt unter den Männern in Robben als abwertender Begriff. Okay. Und wie. Ach, muss ich das alles lesen? Irithylianer.
die Züge der alten Götter, wie in den Legenden beschrieben. Das Schicksal dieser Kinder liegt im Nordwindtal. Hier, wie möchte ich eigentlich nennen? Wie bitte? Wie möchte ich eigentlich nennen? Ihr, Rivale okay. Oder Schwachkopf? Ja, okay, Schwachkopf. Nee, wenn ich mich, also... Weil ich ein Anfänger bin und so. Um so ein Stück Clou zu bekommen, musst du erstmal das Tutorial spielen. Londor Todesschatten. Ein lebloses Gesicht, das fast schon das einer Hülle. London ist das Reich der Hüllen und Alten. Londor ist das Reich der Alter. London, Alter, nee. Entschuldigung. London ist das Reich der Hüllen und Alten. Ja, ja. Okay. Ich nehme mal Bürger. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Körperbau. Normal, dünn, sehr dünn. Stämmig, sehr stämmig. Stämmig Oberkörper, stämmig Unterkörper. Kleiner Kopf, großer Kopf. Ich glaube, stämmig sieht ganz gut aus, oder? Ich meine, das ist mir zu dünn irgendwie. Ich würde stämmig nehmen. Aussehen. Ah! Ja, ich bin definitiv jung. Stimme. Oh, es gibt Stimmen. Gute Stimme, Junge. Figur. Muskulatur. Ich bleibe bei normal. Körperbehaarung. Nein. Bei aller Liebe, nein. Körperbaudetail. Ja, könnte lange etwas dauern, bis ich das Tutorial durchgespielt habe. Ah, ich glaube, ich bleibe bei Kopf. Ah, okay. Kann man hier die Augenfarbe irgendwie bestimmen? Mal das. Hautfarben. Gesichtsdetail. Pupille. Ja, bitte. Farbe Pupille. Bitte blau. Ja. Haare. Farbe. Immer das. Ich glaube, das geht, oder? Ja. Ist ja aus wie Frodo irgendwie. Oh. Hallo? Bist du noch lange? Kann sein, dass ich das einfach vielleicht rausschneide. Ich nehme doch auf, oder? Moment. Ja, ich nehme auf. Okay.
nehme ich denn für eine Frisur? Ich finde es schön, dass man Frauenfrisuren tragen kann, aber... Die ist ordentlich. Ich glaube, ich gehe mit der. So sehe ich ein bisschen aus wie der Herr Bergmann oder wie der Pro-Plus-Reporter. Tim oder wie der heißt. Pro-Plus sage ich. Logo. Augenbrauenfarbe. Bart. Nehme ich einen Bart? Ach, Moment. Ich brauche erstmal einen Bart. Hehe. Wirklich, dein Gesicht wird nur wichtig sein, wenn du hier keine Maske tragen willst. Oder halt keinen Helm. Ich glaube, ich nehme das. Bartfarbe. Die Wimpern finde ich schon so gut, wie sie sind. Okay. Halt, aber die Farbe der Wimpern muss ich auch so anpassen. So. Tätowierung. Nein, danke. Ich glaube, ich kann meine Stadt wieder aufbauen. Jo. Ja, so, dann, was nehme ich nun für eine Klasse? Du meintest, dritte ist ganz gut. Ja. Wir haben eine gute Balance zwischen Stärke und Geschicklichkeit. Was heißt Stufe? Stufe des Level. Ach, man beginnt gleich mit Stufe 9. Kommt auf die Klasse an. Ja, als Ritter meine ich. Ja. Das ist aber ziemlich irrelevant eigentlich. Na dann, Ritter sieht gut aus. Was sind das hier eigentlich für Gegenstände? Na gut, okay. Ich glaube, wir wären soweit. Ich war soweit. Erstellung abschließen. Ja. Das Spiel mit diesem Charakter beginnen? Ja. Oh, Dark Souls 3. Bitte, das hört sich seltsam an, wenn jemand gerade aus dem Grab steigt und dieses Geräusch im Hintergrund. Nein, bitte hör mal auf, das zerstört die Stimmung. Na 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 na. Ach, das war's schon? Bin ich das? Jo. Wer weiß. Bin ich gerade auferstanden? Bin ich aus der... Huch. Bin ich auch sehr... Leckt das ein bisschen oder kommt mir das nur so vor? Ist die Charakteranimation flüssig eigentlich? Weil irgendwie habe ich das Gefühl... Flüssig ist auch was an den Grafikerstellungen ändert. Ja, vielleicht sollte... Ja. Mache ich mal... Vielleicht, damit es flüssiger ist. Ist das mein Grab hier? Bin ich tot? Bin ich lebendig? Du warst tot. Hör auf zu spoilern! Hast du dir den Story-Clip nicht angeschaut? Ja, ich hab nicht kapiert, was los ist, so wirklich. Ich hab nur gesehen, dass irgendwelche Leute auferstehen oder irgendwas los ist. System, so.
Darum geht's ja, die Tote stehen auf. Oh. Sieht ja lustig aus. Wo war das? Missionen? Hä? Hä? Bildfrequenz für das Online-Spiel ungeeignet. Titelbildschirm wird aufgerufen. Was? Ach, stand der Krawall gerade eine Nachricht darüber, dass dein FPS zu gering ist? Ja. Dann müsstest du wirklich was an deiner Grafik ändern. Ja, ich war gerade dabei. Ja. Nein! Oh. Hallöchen, Popöchen. Ja, so was. Ja. Ich habe keine Sorge, dein Charakter sollte sich gespeichert haben. Hallöchen, Popöchen, Dark Souls 3, man hat es mir empfohlen. Ah, oh, okay, Moment. System. Kamera zu enthalten, Anzeige, Helligkeit, Netzwerk, Eingabegerät, Grafik. Na, endlich. Grafikeinstellungen. Sagen wir mal, Mittel. Weitere Einstellungen. Ach so, kann man treten. Ah. Shader, ach, ich weiß nicht. Ich bin mit niedrigen Texturen eigentlich zufrieden. Was ist SSAO? What? Ach, das baue ich mal aus. Hm. Ich glaube, das geht so jetzt. Ja, okay. Mal vielleicht hier so ein bisschen leiser, weil das vorhin ganz schön laut war in der Sequenz. So, ich muss auf Anmelden drücken, oder? Um wieder reinzukommen. In den Online-Modus meine ich. Ja, aber du müsstest erstmal das Filter. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie ich halt mit dem Problem mit der Bildfrequenz erkannt wurde, immer noch nicht. Dann bitte das Spiel nach Beheben des Problems neu starten, um online spielen zu können. Das heißt, ich muss das Spiel neu starten. Oh. Meine Damen und Herren, das waren die ersten zwei Folgen scheinbar Dark Souls. Nein. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich mal als eine Folge rein. Ja, leider kein Gameplay. Das nehme ich mal als Folge 0. Und dann bis zur nächsten Folge, die hoffentlich dann 15 Minuten nur geht. Willst du auch Tschüss sagen? Okay, tschüss. Ihr habt mich zwar nicht gesehen, aber... Tschüss. Ja, okay.